Smarana, ihr Lieben, ich habe mal so ein bisschen in den April hineingefühlt und werde es jetzt auch noch mal live machen während der Sendung. Ja, es geht um die Energievorhersage für den April. Und ich habe also, wenn ich da jetzt noch mal so reingehe, bekomme ich so ein Gefühl, es brodelt. Es brodelt überall noch ein bisschen unterschwellig. Der Ruf nach Freiheit, der ist da und er wird sich noch steigern. Also der April ist ja auch durch Ostern, die Wiedergeburt, das Erwachen, gleich Anfang April. Und diese Energien, die spielen tatsächlich eine Rolle. Und dann noch durch diese 10 Portaltage. Es ist also eine Unterstützung von der geistigen Welt. Und dieses Brodeln, das ist der Weg in die neue Freiheit, die wir bekommen werden. Das geht nicht alles im April. Das ist nur, leider, ja, es ist ein kleiner Teil. Aber dieser Teil ist so ein Anschub, dass wir erkennen, dass wir selbst auch was tun können. Die große Unzufriedenheit im Kollektiv ist noch nicht groß genug. Denn diese Kraft, welche aus dieser Unzufriedenheit entstehen kann, aus dieser Wut, die auch noch nicht groß genug ist, diese Kraft, die bringt uns ans Ziel. Also wir sind gerade im April in dieser ganz bewussten Erneuerungsphase, die uns auch sehr gut unterstützt, dann in der Krise auf das Gute und Neue hinzuzielen. Das spüre ich im April so intensiv und dieses Brodeln, das sind Energien, die noch nicht gesehen werden, die uns aber führen werden, die uns auch kräftigen werden, sicher machen und dann diese Kraft geben, in alle in das Erwachen zu führen, die Erde in das Gute zu führen. Das ist der erste große Baustein, den wir im April meistern. Oder anders gesagt, die erste Stufe von diesem riesengroßen Prozess der Umänderung, der ja begonnen hat mit Ende Dezember letzten Jahres, 2020. Und dass so etwas Großes nicht sofort geschehen kann, dessen sind wir uns bewusst. Und wir sind einfach in der Übergangsphase. Und da ist es an jedem Einzelnen tatsächlich mitzuhelfen, dass sich das auch alles ins Gute wendet. In diesem Jahr gibt es dreimal diese 10 Portaltage hintereinander. Das letzte Mal im Dezember. Und das ist jedes Mal diese total konzentrierte Kraft des Universums, die uns unterstützt, den richtigen Weg zu finden, dass sich was ändern kann auf der Erde. Wenn ich jetzt ins Kollektiv mal schaue, oder wenn ich die Wahlen betrachte, es waren ja Wahlen jetzt in Deutschland, und die Ergebnisse anschaue, das sind zwei Punkte, die da auffallen. Erstens sind immer wieder die gleichen alten Parteien da und sie werden mit einer erstaunlichen Anzahl immer noch gewählt. Und das ist ja, das spiegelt ja das Bild von unserer Gesellschaft, vom Kollektiv, wie das Kollektiv ausgerichtet ist. Also immer noch an den alten Strukturen festhaltend. Und dadurch kann sich halt auch nichts ändern. Und der zweite Punkt ist, fehlen aber noch auch die Menschen, die man wählen könnte. Diese lichtvollen Führer, die an die Stelle der Alten treten werden. Das ist etwas, was
noch nicht da ist, aber was kommen wird. Und das ist ein Grund zur Freude. Und jetzt schauert es mich am ganzen Körper, weil genau das ist dann die Richtung, die wir auch wirklich gehen möchten, die Richtung in die neue Erde. Und dieses Brodeln, was ich immer spüre, jetzt im April, das ist das, was uns letztendlich dann die Kraft geben wird und weiterbringt, weiterzugehen. Also es ist einfach, dieser Führungswechsel ist noch nicht da, aber er ist fühlbar durch das Brodeln. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir dadurch jetzt auch ganz anders agieren im April und diese Kraft nehmen, die Kraft nehmen von diesen ersten 10 Portaltagen. Dazu mache ich noch mal ein spezielles Video nur zu diesen 10 Portaltagen. Aber jetzt, so im ganzen Überblick im April, ergibt sich dadurch eine Richtung, die wichtig ist. Also die Menschen möchten mehr Freiheit wieder. Sie möchten einfach sich nicht mehr so sehr unterdrücken lassen, wie es die ganze Zeit ist. Und es ist ja auch total konfus. Es wird ja teilweise sowieso schlimmer. Und alles, was getan wird, ist irgendwie nicht lösungsorientiert. Man sollte einfach die Situation so akzeptieren, wie sie ist, und dadurch dann Maßnahmen ergreifen, die das Leben schön machen. Also schön im lichtvollen Sinne, so dass jeder Mensch eine lichtvolle Zukunft hat. Da gibt es so viele Ideen dazu, aber es ist das System noch viel zu schwerfällig, dass überhaupt das jetzt noch geschehen kann. Es ist noch zu früh. Aber das Brodeln, ich komme immer wieder darauf zurück, das Brodeln im April zeigt mir, dass unterschwellige Kraft da ist und dass dieser Wunsch nach Freiheit langsam anfängt zu kochen. Ganz langsam, aber erst. Der Wunsch ist da und das Resultat könnte sein, ich bin da jetzt ganz vorsichtig, aber könnte sein, tatsächlich in Unruhen, in noch mehr Demonstrationen, also wo dann diese Kraft, die durch das Brodeln entsteht, auch rauskommt, rauskommen möchte. Inwieweit es jetzt im April sich schon manifestiert, ist noch nicht sicher, aber es ist der Beginn der Befreiung beginnt für mich mit dem April. So fühle ich das. Ihr solltet für euch selbst natürlich prüfen, wie ihr das, was ich sage, für euch, ob das auch eure Wahrheit betrifft, ob ihr damit konform geht oder ob ihr sagt, Nirjana, das stimmt jetzt für mich überhaupt nicht. Es kann natürlich sein. Ihr solltet sowieso grundsätzlich alles, was gesagt wird, genau hinterprüfen und für euch dann eure Wahrheit finden. Das ist so, finde ich, für einen erwachten Menschen wichtig, dass man sich selbst immer wieder findet in dem, was gesagt wird und dann seine eigene Meinung auch hat und dadurch seine energetische Ausrichtung hat und den Weg einfach dann ja mit Kraft geht. Und jedes Medium nimmt ja auch die Energien anders auf. Es kann jetzt auch sein, dass dieses Brodeln, was ich so fühle und direkt sehe, das ist so, dass das jemand anders auch noch ganz anders interpretiert oder wahrnimmt. Deswegen sind auch die Aussagen von den Medien unterschiedlich. Das richtet sich immer nach der eigenen Persönlichkeit des Mediums, was dann dabei herauskommt. Und ich denke aber, wenn man das alles zusammenfasst, dass dann ein großes Bild kommt, was man gut versteht und was man auch dann annehmen kann. Also das ist jetzt der Hinweis von mir, überprüfe wirklich für dich, ob sich das stimmig anfühlt. Denn es geht auch hier noch mit dem Brodeln um die Wut. Ich habe das schon mal gechannelt, das ist jetzt schon wieder länger her. Und zwar die kollektive Wut, die ist überhaupt noch nicht da. Und diese kollektive Wut ist für uns der Kompensator, damit die neue Kraft entstehen kann. Solange wir alle zu Hause bleiben, uns
entspannen. Ich meine, das war jetzt schon auch wichtig, dass man diese Zeit nutzt, um sich einfach mal auszuruhen von der ganzen Hektik, die war, und vielleicht spirituelle Dinge tut, dann ist es okay. Aber danach kommt dann auch die Zeit der Aktivität, wo wir dann etwas verändern. Denn wenn wir alle nur zu Hause bleiben und sämtliche Ausgangssperren und alles einfach so akzeptieren, jeden Lockdown akzeptieren, dann kann ja nichts passieren. Dann werden wir wie die Schäfchen weitergetrieben, passiv. Also, aber dieses Brodeln bringt uns eine Kraft, die wir nehmen können, um für das Licht das Gute zu bewirken, um uns bewusst zu werden, es liegt an uns, die Dinge zu verändern. Und jeder von uns ist wertvoll. Jeder von uns hat ganz viel Kraft. Und wenn wir uns zusammentun, zusammenschließen, haben wir mehr Kraft als alle anderen Einzelnen, die jetzt gerade so diese Regeln aufstellen. Und das sollten wir tatsächlich wissen, denn es ist unsere Liebe und unser Licht. Mit den Dingen können wir alles ändern. Und das Brodeln ist einfach auch ein Hinweis darauf, schau doch mal auf dich, auf deine Kraft, was du verändern kannst. Und das ist die Vorbereitung vom April für die anderen Monate. Das wird sich durch das Jahr hindurchziehen. Das wird uns immer weiter begleiten, sodass wir diese Kraft dann aus der Wut, diese Kraft nehmen und tatsächlich dadurch dann endlich was ändern. Es ist, wie gesagt, die erste Stufe im April. Eine schöne Aussicht, eine sehr schöne Aussicht, denn es heißt, wir werden langsam aktiv, wir werden langsam uns bewusst, was zu tun ist. Die Kräfte sind bei uns, die positiven, lichtvollen Kräfte sind alle bei uns, die Unterstützung ist da und es ist an uns, das zu lenken. Es ist an uns, das Schöne und Gute zu manifestieren und aktiv herbeizuholen. Und dann ist auch die Krise nicht mehr schlimm. Dann können wir, denn wir können das ja mit der Hilfe dieser brodelnden Kraft, mit der Hilfe des Lichtes aus den Portaltagen ganz gut für uns nutzen. Das ist die Botschaft vom April tatsächlich. Besinne dich deiner Kraft und suche den richtigen Weg für dich, den Weg, der uns alle rausführt aus dieser Krise. Eine schöne Aussicht, eine schöne Basis, eine kraftvolle Basis, die uns unterstützen möchte, wenn wir es denn möchten, wenn wir denn diese Kräfte auch annehmen und nutzen. Denn dann kommen wir voran und dann sind wir in der göttlichen Ordnung. Und das ist ja das, was zählt, die göttliche Ordnung für uns alle anzunehmen und zu akzeptieren. Das ist der Seelenweg. Und es gibt dann auch diesen kollektiven Seelenweg der Erde, den wir also mit der ganzen Erde zusammentun. Und da ist das Licht gefragt, das Licht und die Liebe. Und das beginnt im April ständig zu wachsen. Ständig zu wachsen und wird immer mehr spürbar. Und dadurch hilft uns die brodelnde Kraft, erinnert uns immer wieder daran, wie lichtvoll und stark wir sind. Und in diesem Bewusstsein möchte ich euch auch mit der Meditation gleich bestärken, beschenken und ausrichten. Ja, und jetzt werde ich mal mich einsprühen mit der Reinigung, mit der violetten Flamme und mit Smarana. Dann wünsche ich dir eine wundervolle, schöne, heilende Meditation und rufe jetzt die Energien des Schutzes für uns alle. So fließt die Energie des Schutzes ein. Ich krabbel es gerade überall, so viele Engel sind da. Ah, wundervoll.
So fließt die Energie des Schutzes ein zu dir und zu mir, hüllt uns alle ein und lässt uns die Großartigkeit und das Licht in uns fühlen. Spüre dieses große Licht. Ich werde nun meinen Kanal direkt in die göttlichen Felder von Smarana hineinführen und öffnen. Gleichzeitig bitte ich um Schutz und um Reinigung. Ich bin Erzengel Michael und ich trage das Licht der Hoffnung, und so schreite ich zu dir in diesem Raum und manifestiere meine Liebe direkt vor dir. Vielleicht spürst du in diesem Moment einen Druck an deinem Herzen. Dies ist richtig und gut, denn es ist die geballte Energie des Lichtes, welche dich erreicht. Erzengel Michael möchte dir Kraft geben, dich selbst zu erkennen, Kraft geben, deine Kraft anzunehmen, dich selbst anzunehmen, so wie du bist, und so fließt Liebe, Licht und Kraft zu dir. Die geistige Welt dankt dir so sehr, dass du in diesem Leben inkarniert hast, dass du jetzt gerade auf der Erde bist. Denn ein jeder von euch ist ein Leuchtturm des Lichtes und der Kraft. Und so fließen die Energien des Lichtes und der Kraft durch dich hindurch. Wenn du dies erlaubst, natürlich nur. Und dieses Licht und diese Kraft, das ist eine Unterstützung für dich, den richtigen Weg zu finden, den Weg, der dich zur göttlichen Ordnung führt, den Weg, der für alle Menschen die göttliche Ordnung bringen wird. Und ich, Erzengel Michael, habe das Buch des Lebens heute mitgebracht. Ich schlage es vor dir auf und es öffnet sich genau die Seite, auf welcher du lesen kannst oder fühlen kannst, was jetzt für dich wichtig ist. Und so lege deine Hand auf dieses Buch, was ich dir reiche, und nehme einfach die Energien auf, welche jetzt sanft in deine Seele fließen. Erlaube dir, die Energie zu fühlen und anzunehmen, denn es ist die Liebe deines Lichtes, welche sich hier öffnet, welche dir zeigt, dass du niemals alleine bist und dass du gut durch diese Zeit hindurchkommen wirst. Spüre die Achtsamkeit der Worte der Liebe, welche dich umgeben.
und lasse dich neu ausrichten. Deine neue Kraft finden und den Mut spüren, der auch in dir liegt, den Weg des Lebens mit der Liebe zu gehen. Und so wirst du kraftvoll durch diese Zeit von Erzengel Michael begleitet und beschützt. Spüre, was dies mit dir macht, wenn du weißt, dass Erzengel Michael seine Hand über dich hält und dich führt, dich reinigt von hindernden Energien aus dem Kollektiv und dir zeigt, was für dich jetzt gerade wichtig ist. So fließt die Liebe von Erzengel Michael zu dir und berührt noch einmal dein Herz. Dein Herz, was sich bereits ausgedehnt hat und du nun die tiefe Liebe spüren darfst. Sei gut beschützt, fühle dich gesegnet und geliebt. Erzengel Michael verabschiedet sich von dir und ich schließe meinen Kanal. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst und dass all dies geschehen durfte. Aber ich muss erstmal meinen Körper wieder ein bisschen ins Lot bringen. Wenn diese hohen Energie durch mich strömen, dann spüre ich jeden einzelnen Knochen. Ja, ist aber jetzt schon wieder vorbei. Ich wünsche mir, dass es euch gut geht und dass euch die Energien jetzt nochmal aufgebaut haben, um ja mit neuer Kraft durch den neuen Monat zu gehen und stets zu wissen, dass alles möglich ist, dass es an uns liegt, das Richtige zu manifestieren. Dann umarme ich dich ganz liebevoll und gebe dir ein Küsschen. Ich habe dich so lieb, ich habe euch alle so, so lieb und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.